Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Bürgermedallist mit einer weiteren Ausgabe zum ME-System. Da hatten wir ja schon mal einmal Grundlagen und wir haben da schon mal sowas für Fortgeschrittene gemacht und jetzt machen wir noch einen weiteren Fortschritt. Und zwar einmal Fortschritt Nummer 1 ist die Assembly-Kiste hier. Fortschritt Nummer 2 ist der Auto-Crafting Apparat da hinten, der uns eine ganz besondere Technik zeigen wird. Und dann haben wir noch ein spezielles Gimmick hier, was die Festplatten angeht. Gut, fangen wir mit diesem Assembly-Maschinchen hier hinten an. Wir öffnen das mal. Das heißt, bevor wir es öffnen, zeige ich euch mal, wie klein oder groß das ist. Also das hier ist jetzt 3x3x3 und 5 lang. Das heißt, es passen rein 3 einzelne Teile, also Crafting-CPU und Pattern-Provider, ist klar. Ne? Das haben wir in dem Grundlagen-Tutorial schon gesehen. Und jetzt haben wir aber eine spezielle Sache, nämlich jetzt haben wir hier eine zweite Pattern-Provider. Da ist ein Rezept drin und hier sind 2 Rezepte drin. Wollte ich nur zeigen, dass das prinzipiell geht und was man damit machen kann. Auf die Art und Weise schließe ich das an. Da sind die falschen. Da sind die Vents, genau. Schließen wir das Ganze mal wieder, damit es auch wieder funktioniert. Und schauen wir uns die Sache mal an hier unten. Also, wenn man hier rechts Mausklick drauf macht, sieht man natürlich 2 Pattern Provider in der Assembler Chamber. Und zwar einmal 1 von 2 und das zweite Mal gleich 2 von 2. In der einen ist ja nur ein Teil drin und in der anderen sind eben 2 Teile drin. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält oder drückt, dann kann man auch erkennen, um welche Items es sich dann handelt. Das kann man also hier gut machen. Und jetzt werde ich aber mal aus dem ersten dieses Rezept rausnehmen. Denn ich möchte was Spezielles. Ich packe das wieder rein. Denn ich möchte euch etwas Spezielles zeigen. Also hier könnt ihr jetzt im Augenblick sehen, welche Items das System gespeichert hat. Und ihr seht, hier sind ein Haufen Scaffolds drin. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Die schmeiße ich mal raus. Die stören nämlich jetzt bei dieser Art von Tutorial. So, sind keine mehr gespeichert. Man kann hier umschalten zwischen gespeichert ansehen, zwischen Items, die man herstellen kann über Craftable, oder man kann eben beides sehen, gecraftet, gelagert und welche, die man noch craften kann. Wenn man jetzt etwas craftet, dann kann man zum Beispiel hier den anklicken und in dieser kleinen Box hier sagen, bitteschön, gib mir mal 10 Stück davon. Dann fängt er damit an. Und wir sehen nichts. Warum nicht? Ganz einfach, weil wir hier in der falschen Einstellung sind. Wir sind hier im Craftable, da zeigt er nicht die fertigen an. Gehen wir in Stored, End Craftable, dann müssten wir hier was sehen, tun wir aber auch nicht, weil er ja keine Rohstoffe dafür hat. Wir müssen ihm sagen, mal ein bisschen Holz geben und schon fängt er an, ihr seht es, die zu produzieren. Jetzt hat er gleich einen ganzen Haufen fertig. Ah, stopp. Das war jetzt wieder ein Satz mit X. Machen wir das Ganze nochmal. So, wir sollen uns 10 produzieren und schon macht er uns 16, weil er in einem Crafting-Rezept immer 16 auf einmal herstellt. Wenn man das hier jetzt umstellt, dann sieht man, die 16 sind gelagert und wenn man das hier nur auf dem Crafting hat, dann sieht man nicht, wie viele drin sind. Wenn man also da am Craften ist und völlig verzweifelt ist, dass da keine kommen, dann liegt es vielleicht hier an dieser Einstellung, dass man dann mal wieder umschaltet und alles sieht. So, was war mir gerade passiert? Das ist etwas ganz Spezielles gewesen. Das werde und wollte ich euch jetzt gleich vortragen. Und zwar nehme ich mal erstmal die hier wieder raus und vor allen Dingen nehme ich ihm das Crafting-Rezept ab. Dieses hier nämlich, die Scaffolds, die sollen ja nicht mehr craften in der Box. Denn er hat ja gesehen, er craftet so viel, wie ich ihm sage. Wenn ich ihm sage, er soll 10 Stück machen, dann macht er 10. Aber
Er hat ja noch mehr Holz hier drin. Und wenn ich ihm noch mehr Holz gebe, dann ist das alles ganz lustig. Er tut aber nichts. Er tut nur dann was, wenn ich ihm sage, wie viel er herstellen soll. Das ist aber etwas, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass er aus allem Holz, was er hat, so viel Scaffolds herstellt, wie geht. Und das habe ich hier hinten gebaut. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar ist das ein Auto-Crafting Table. Den habe ich einmal bestückt mit einem Export-Bus, diesem hier. Der exportiert aus dem ME-System heraus in den Auto-Crafting-Table. Und oben habe ich einen Import-Bus, der importiert aus dem Auto-Crafting-Table in das ME-System zurück. So, was passiert in dem Crafting-Table? Ganz normal, er stellt hier Scaffolds her. Und die Materialien, die er dafür benötigt, die holt er sich von hier. Da packen wir ihm die Bretter und die Sticks rein und sagen ihm Move Single Items und Crafte. Und hier oben brauchen wir nichts einzustellen und hier oben brauchen wir nichts einzustellen. Könnte man aber, machen wir auch vorsichtshalber, geben wir hier so ein Scaffold rein und sagen, bitte schön, stackweise soll er das in das ME-System holen. Gut, jetzt schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Wir haben keine Sticks, wir haben ein Brett, das nehmen wir immer raus, damit das keine Trickserei ist. Und wir haben nur eine Menge Holz und wir haben alles hier gesehen. Also das ist jetzt nichts mehr, was uns fehlt. Und jetzt schließen wir das ganze Ding hinten an. Dann passiert das, was mir vorhin schon mal passiert ist. Aber dann werden wir uns das gleich nochmal anschauen. Und zwar hier, ihr seht, die Anzahl der Hölzer nimmt ab und die Anzahl der Scaffolds nimmt deutlich zu. Und das Ganze läuft halt hier hinten über dieses Auto-Crafting-Table. Der saugt sich quasi selber aktiv aus dem ME-System das raus, was er braucht, um die Scaffolds zu craften. Und das macht er so lange, bis hier hinten nichts mehr da ist, mit dem er was craften kann. Also irgendwann, ich mache mal die 50 was weniger, sonst dauert das ja noch ewig. So, 4 Stück gebe ich ihm noch und dann ist irgendwann Schluss. So, jetzt gleich ist Ende. Dann hat er hier 480 Scaffolds gecraftet. Mehr kann er nicht craften, weil eben kein Holz mehr da ist. Wenn ich mir jetzt wieder Holz gebe, dann fängt er sofort wieder an und macht wieder weiter, bis er kein Holz mehr hat. Wofür ist das gut? Ich erkläre euch mal einen Vorteil von diesen Scaffolds. Wenn ihr das mal anschaut, Holz hat 750 EU, wenn man das in einem Generator verbrennt. Aus 2 Holz werden 32 Scaffolds. Ein Scaffold hat auch 750 EU. Das heißt, das Ganze ist quasi mal 16. Das heißt, er hat richtig viel, wenn ich richtig gerechnet habe, richtig viel mehr Energie aus einem Holz, wenn er das Holz zunächst einmal in Scaffolds umwandelt. Und logischerweise macht er das mit allem Holz, was ihr habt. Klar, weil macht sonst keinen Sinn, außer ihr wollt was zum Bauen haben. Das ist dann noch eine andere Geschichte, dann müsst ihr das Holz zwischendurch mal rausnehmen von eurer Baumfarm. Die Baumfarm produziert also Holz und wird hier quasi über das ME-System in diesen Auto-Crafting gepackt und das Holz kommt dann hier drin an und dann kann man dieses Scaffolds sehr schön nutzen, um damit zum Beispiel Öfen zu befeuern. Das soweit. Ja, dann wollte ich hier euch noch mit der Storage-Geschichte etwas zeigen. Das finde ich sehr, sehr gut. Guck mal, wenn ich hier, das ist ein Storage-Drive hier und das ist so eine Storage-Box. Wenn wir die hier öffnen, dann sehen wir in dem ME-Drive, da ist ja so eine Festplatte drin und was auf der Festplatte drauf ist, können wir nicht sehen. Da sehen wir nur so zu viele Items, Bytes used und so viele verschiedene Typen von 63. Okay. Ganz anders ist das natürlich hier bei dieser Chest. Bei dieser Chest könnte man, wenn auf der Festplatte was drauf wäre, sehen, was ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar nehmen wir mal die Platte hier raus und tauschen die mit der anderen aus. Na, gucken. Ja. Das tun wir die wieder da rein und schon sehen wir, da haben wir Scaffolds und wir haben Blank Pattern. Die sind auf dieser Festplatte drauf. Jetzt kann ich hingehen und sagen, guck mal, ich nehme mal die ganzen
bringe Pattern hier aus der Festplatte raus, packe die Festplatte in das Ding wieder rein und packe diese, na wo ist sie, die Festplatte? Da packe auf diese andere Festplatte unsere Patterns und meinetwegen auch noch irgendwelche anderen Sachen, die mir gerade so einfallen. So, das heißt, wir können also hier bei dieser ME-Chest sehr genau sehen, was für Items drin sind. Man kann das entweder ergänzend nutzen, indem man so eine Chest daneben stellt, um mal zu schauen, was auf der einen oder anderen Festplatte drauf ist. Oder, was man natürlich auch machen kann, man verzichtet auf diese ME-Drive-Geschichte komplett und sagt, ich baue jetzt nur noch solche Chests übereinander. Das ist Geschmackssache sicherlich. Auf jeden Fall auf diese Art und Weise kann man dieses unsortierte System sehr, sehr gut strukturieren. Ja, ich hatte ja noch ein Grundlagentutorial gemacht. Schaut euch das auch an, wenn ihr zum ME-System noch Fragen habt. Dann habe ich schon für Fortgeschrittene. Das hier ist jetzt auch so etwas für fortgeschrittene Techniken. Da kommen sicherlich noch mehr. Also solltet ihr den Kanal mal abonnieren, um das mitzukriegen, wenn es weitergeht. Und natürlich Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen und Wünsche habt oder irgendwas anderes oder seht, gerne. Und natürlich sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Ich mache natürlich nicht nur ME, wir machen natürlich ganz viel, das könnt ihr auf meinem Kanal ja sehen. Schaut euch einfach mal um, da gibt es eine Menge Tutorials schon und es werden immer mehr. Bis dann erstmal, tschüss.